Ein herzliches Willkommen zu einem Update-Video von mir, Michael Kunze von mkutech.net. Es ist lange her, ich weiß, und ich habe ein schlechtes Gewissen. Deswegen gibt es jetzt ein kleines Status-Update und ich habe mir fest vorgenommen, etwas mehr in Zukunft zu machen. Und deswegen möchte ich jetzt auch ein kleines Unpackaging-Video machen. Und ich habe mir jetzt ein bisschen Equipment geleistet, um die Tutorials noch zu verbessern von der Tontechnik her. Und dann möchte ich euch einfach mal kurz mein Equipment euch vorstellen, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, dann skippt das Video einfach weg. So, als erstes habe ich mir hier einen Kopfhörer gekauft, einen geschlossenen von Vic Firth. Das ist im Prinzip ein Kopfhörer, der, ja, dann kann man sich selber hören, wenn man die Aufnahme macht. Momentan mache ich das, jetzt wird es ein bisschen laut. Momentan mache ich das mit einem normalen PC-Kopfhörer, das heißt, ich höre mich nicht selber. Und dieser Kopfhörer, sieht man auch schon, der ist richtig dick innen drin. Der hat eine gute Dämmung, laut Verpackung 24 Dezibel, weniger Umgebungsgeräusche. Hier reden wir natürlich auch von anderen Stecker, das zeige ich gleich mal bei dem anderen Hardware-Teil, wie man das dann verwendet, beziehungsweise wo das reinkommt. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht getestet. Ich war jetzt gestern bei Thomann in Bayern, weil ich in der Nähe war und bin gleich mal dorthin gefahren. Habe auch alles bekommen, was ich wollte. Online war es komischerweise teilweise gar nicht verfügbar. Also wenn man schnell was haben will, dann lohnt es sich vielleicht anzurufen und vielleicht auch dort direkt hinzufahren. So. Dann kommen wir zum nächsten. Da muss ich jetzt mal kurz mich rumdrehen. So, und das hier ist jetzt das Audio-Device Focusrite Scarlett 2i2. Da wird dann auch der Kopfhörer reinkommen, um sich selbst zu hören. Und auch das Mikrofon, was ich gleich vorstellen werde. Ich mache es mal kurz auf. Zack. Also die Sachen sind noch nicht ganz günstig. Ich hoffe mal, dass es auch lohnt. Ich meine, Geld mache ich jetzt nicht großartig mit den Tutorials. Ja, vielleicht noch nicht. Mal schauen. Gut, wie gesagt, das Scarlett 2i2 ist ein USB-Recording-Interface. Und man sieht auch hier schon an den Anschlüssen, dass es eine ganz andere Kiste ist. Wie gesagt, momentan mit dem Mikrofon, das über USB geht. Problem ist, da das über USB eingespeist wird, hat man immer so ein gewisses Grundrauschen drin. Das kann man natürlich im Nachgang über eine Software wieder raus manipulieren oder rauslöschen. Aber über so Hardware kann man das natürlich auch im Vorfeld schon besser filtern, die verschiedenen Frequenzen. Ich habe mir auch mal vorgenommen, wenn ich da noch viel mehr machen sollte, werde ich mir so ein DBX-Amp kaufen. Das heißt, da ist noch ein Kompressor mit drin, wo man auch gewisse Frequenzen gleich ausradieren kann bei der Aufnahme. Gerade die S-Laute zum Beispiel bei einer Frequenz kann man die einfach dann dementsprechend auch steuern. So. Hier sieht man das jetzt auch. Hier kommt danach der Kopfhörer rein. Hier kommt das Mikrofon rein. Man kann hier auch schon den Eingang regulieren. Sage ich jetzt mal, ab wann aufgenommen werden soll, dass man nicht auf die Umgebungsgeräusche mitnehmen kann. Und das Ganze hat auch eine sogenannte Phantomspeisung. Das habe ich mir gestern mal erklären lassen. Das bedeutet, manche Membran-Mikrofone brauchen eine eigene Stromversorgung, weil sie sonst gar nicht funktionieren. Also eine gewisse, ja, also mehr Strom, was über USB geht. Genau. Und hier hinten hat man den USB-Anschluss, der dann quasi in den PC reingesteckt wird, das heißt dann vom Mikrofon in dieses Audio-Device und dann erst in den PC rein. Genau. So, dann so viel dazu. Ich packe das mal kurz weg. So, last but not least, das Schmuckstück. Genau, das Rode NT1A in der Edition Complete Vocal Recording Solution.
Hab das auch beim Thomann geholt. Wie gesagt, da war auch der beste Preis. Normal kostet es ein bisschen mehr. Und was hier auch ganz gut ist, es gibt einen Popschutz. Es gibt ja, das Mountkit, um das Mikrofon reinzustecken. Das XLR-Kabel ist dabei und klar, die 10 Jahre Garantie, aber ich weiß jetzt nicht, ob das im Amateurbereich jetzt so wichtig ist. Aber es ist auf jeden Fall jetzt eine andere Liga vom Mikrofon her als das, was ich jetzt habe. Ich habe da gestern mal reingespickelt, deswegen ist es auch schon offen. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz. Hier das Mikrofon. Hier ist jetzt ein Ticken, ja, ein bisschen größer als das, was ich jetzt eigentlich auch schon habe. Dann das Kabel mit diesem, wie nennt sich das, XLR-Anschluss, glaube ich. Und ja, was mir noch fehlt, ist dann wahrscheinlich irgendwann noch ein gutes Studio-Stativ. Aber muss ja nicht alles auf einmal sein. So, und dann das Mount-Kit. Ich werde das dann auch alles mal montieren und werde dann mal ein bisschen rumtesten. Und wie gesagt, ich will dann in Zukunft einfach über diese Hardware direkt in eine Aufnahmesoftware aufnehmen, in der ich dann letztendlich ja, eine bessere Qualität mir erhoffe und ihr mich natürlich auch noch ein Ticken besser versteht. Genau. Nun gut. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz. Genau, das, was ich bisher habe. Mal kurz die Webcam hier wegbauen. Das ist dann im Prinzip das hier. Auch nicht schlecht, das T-Bone. Wie gesagt, mit USB. Gibt immer so ein gewisses Grundrauschen. Und ich bin sehr gespannt. Und mein kleines Versprechen an euch. Wie gesagt, ich habe mir fest vorgenommen, Tutorials zu machen. Was genau mag ich jetzt noch nicht sagen, weil ich habe da zwei größere Projekte. Ja, was heißt größere? Ich denke mal schon, dass das, ich hoffe es mal, 2 mal 10 Stunden werden über Technologien. Und jo, ich freue mich. Bis bald.